Willkommen zurück bei Let's Play Remember Me in Episode 7 und wahrscheinlich damit auch in der letzten Episode. Erstmal mit einer Zwischensequenz natürlich. Oh Gott, ich muss rekonfigurieren. Nein, rekonstituieren. Ach, oder auch verdammt. Durchdrehen. Ich wusste es. Ich wusste es. Denke ich. Was war es? Da! Die Frau! Ich kenne sie! Sehr gefährlich! Hab sie schon mal gesehen! Nein! Sie war! Stoppt sie! Stoppt sie jetzt! Da! Schnappt sie! Haltet sie auf! Schnappt sie! Los! Schnappt sie jetzt! Okay, die Jungs drehen also auch so langsam durch. Chase. Irre und unvernichtbar. Ich krieg immer die Besten. Da sagt sie was. So, was haben wir hier? Roboter und... Ja gut, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen auf die Steuerung klarkommen. Ach, und die Kombo war ja gar nicht belegt bei uns. Daran sollte ich vielleicht auch mal denken. So, erstmal nehmen wir dem auch noch sein Schild ab. Und dann hätte ich da ausweichen müssen. Problem ist auch, das sind wieder die Elite-Enforcer. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ganz kurz nochmal ins Combo-Lab gucken. Ich habe nämlich noch zwei Unlocks hier. Ich weiß nur, was kann ich mir da holen? Na, so viele Möglichkeiten habe ich ja gar nicht. Dann nehme ich lieber einen zum Heilen noch. Einen zum Heilen und einen noch für die Abklingzeit. Ne, dann setzen wir die natürlich auch nochmal hier ein. Und hier natürlich ein. So, mehr habe ich schon überhaupt nicht. So, wie mache ich das denn dann? Ja, erstmal den abschießen natürlich. Fokus habe ich natürlich auch nicht. Ich muss jetzt, glaube ich, den normalen da erwischen. Dann kann ich den nämlich. Dann kann ich mich dann gesund prügeln. Nämlich so. Ah, shit. An dem kann ich mich nicht so gut gesund prügeln. Na los. Ich brauche den normalen, den normalen, den normalen. Genau den. So, und dann kann ich doch erstmal einen von denen zumindest umhauen. Und zwar, ja, weiß ich auch nicht, nehmen wir den. So, und dann wieder regenerieren. Sehr gut. So, wie gehe ich jetzt am besten vor? Ja, erstmal wieder mit der Heilung weitermachen, würde ich sagen. Und zwar so. So, geheilt werden wir damit. Weiter geht's dann so am besten. Dann drehen wir jetzt wieder die Abklingzeit runter. Au. Ja, hier wird nicht geachtet. Und jetzt muss ich eben doch noch einmal nachgucken. Wie ging die Kombo hier nochmal? Doch, XY, Y, XY. Habe ich das nicht gerade genau so gedrückt? Ah, shit. Ich brauche den einen alleine. So. Abklingzeit von dem Ding ist wieder unten. Das heißt, wir schalten jetzt nochmal den nächsten aus. Na hier, den können wir mal eben. Danke. Erstmal überlasten. Und den dritten holen wir uns gleich auch noch. Aber natürlich erst, nachdem die Abklingzeit ja auch unten ist.
So. Oh, shit. Das hätte natürlich auch nicht passieren dürfen. Ich weiß gar nicht, ob ich dadurch im Endeffekt Gesundheit dazu bekomme. Ja, tue ich. Ich muss die Kombo nur lange genug dranhalten. Ja, na Jungs. So, und nochmal ein bisschen weiter heilen. Solange es nur einer ist, kann man das ja auch gut machen. Ah, und da hat sie noch schon umgelegt. Schade nur, dass der noch vorne hat. Oh shit, die gibt's auch noch. Da brauche ich, glaube ich, erst einmal ein Rost in Frieden. Zwar am besten einfach auf den, ist eigentlich auch egal. Au. Das ging in den Rücken. Da muss ich ausweichen. So, dann ist der halt nochmal dran. Ne, den kriege ich gerade gar nicht. Der hat noch sein Schild an. Super. Ich hätte aber ganz gerne trotzdem die vorher ausgeschaltet, bevor ich mich um die anderen jetzt kümmere. Weil die sind nämlich böse hier. Aber gut, der eine ist jetzt schon mal raus. Dann kann ich doch jetzt nochmal eben ein bisschen Heilung hier ansetzen. Und hier weggehen. So, dann schalte ich als nächstes wieder hier den Enforcer aus. Also den Elite. Genau so nämlich. Ja, nicht anfassen. Genau so sieht's aus. Wofür es auch immer die Errungenschaft jetzt gab. Ja, und dann eben erstmal wieder ein bisschen Leben reinholen. So, Leben haben wir. Jetzt ist dann vielleicht nochmal Abklingzeit für die Roboter-Sache da, für Rost in Frieden. Das sollten wir dann bald eigentlich schon wieder einsatzbereit haben. Na komm her. Wo ist der Roboter gerade eigentlich? Ach ne, der hängt da noch hinter dem Kollegen rum. So. Dann hauen wir auch den nochmal um. Und vielleicht die anderen beiden gleich mitnehmen. Nee, das nicht. Das wäre zu viel verlangt gewesen. Oder? Ne, hier steht keiner mehr. Ah, der steht noch. Ich meine, das sind aber normale, oder nicht? Hoch. Ach gut, dann heile ich mich eben erst nochmal, wenn die das wollen. Und dann vielleicht auch nochmal. Und dann erst gibt's wieder aufs Maul. Und den überlasten wir einfach. Ich habe jetzt keine Lust, die Combo hier nochmal bis zum Ende durchzuführen. Vielleicht mache ich das bei dem noch. Aber ich glaube, der kippt vorher auch um. Ja. So. Mille, hingewiesen Dirk hat von Claudi Zugangsprotokolle zum Konzeptionswürfel. Die gute Nachricht ist, dieses Mal ist er zu Fuß. Und die schlechte Nachricht? Sein Gedächtnis bröckelt weg. Er ist fast schon ein Lieber. Handle schnell. Wie kriege ich ihn? Er geht rauf zum Hauptsicherheitsposten im 103. Stock. Nimm den Lastenaufzug, um ihn abzufangen. Im 103. Stock. Gut, dass es hier einen Aufzug gibt. Manuelle Entriegelung aktiv. Vorsicht an der Plattformkante während der Fahrt. Wieso fahren wir eigentlich runter? Ich dachte, der 103. Stock, obwohl wir sind oben gelandet. Und so einen kennen wir noch von ganz am Anfang. Das fällt mir aber jetzt gerade eben erst auf. Was macht der da? Ja, es ist so ein Zornviech. Aua. Ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe gerade keine Idee. Wahrscheinlich schieße ich dem auf seinem Schwachpunkt, oder nicht?
Und das ist das Einzige, was ich machen kann. Obwohl ich auch nicht weiß, ob das ihn das noch so beeindruckt. Na komm, lade ich auch schneller auf hier. Der Spammer. So, und jetzt den Arm kaputt schießen. Das kennen wir ja eigentlich auch schon alles. Noch von dem Kampf an der Bastille. Ja, dann viel Spaß damit, beim Zermalmen mit einer Hand. Ah, da lief das mit dem Ausweichen nicht ganz so. Das Problem ist, an dem kann ich mich auch nicht wieder gesund prügeln. Das macht die Sache im Endeffekt etwas schwierig. So. Komm, möchte ich nochmal deinen Arm irgendwie hier in den Boden stecken. Ich möchte vor allem hier weiter versuchen auszuweichen. Heieiei, komm her. So, das Ding müsste doch jetzt gleich eigentlich zerbrechen, sobald der noch irgendwas anpackt. Also jetzt. Warum war es das noch nicht für den zweiten Arm? Ja, interessante Strategie. Da stimme ich zu. Das allerdings auch. Und warum wird mir das erst jetzt gesagt? So, was bringt mir das jetzt? Ich kann auf den draufballern, oder wie? Weil schlagen kann ich den ja schlecht. Aber es hilft irgendwie auch nicht. Und das hat mich zerlegt, weil ich nicht gesprungen bin. Jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Das hasse ich ja so. Naja, muss ich es halt diesmal schaffen, ohne dabei drauf zu gehen. Oder... ja... oder generell Schaden zu nehmen. Aber das habe ich gerade schon verschissen. Na gut, wir haben ja Zeit. Und es ist ja im Prinzip auch nur ständiges Ausweichen und dann mal drauf schießen. Und wieder ausweichen. Und jetzt nochmal ausweichen und dann drauf schießen. Erwähnte ich schon mal, dass diese Kämpfe vom Grundprinzip eigentlich viel zu simpel sind. Gut, das passiert natürlich immer, wenn man sowas sagt. Oder sagen wir nicht simpel, sondern eher mit wenig Abwechslung. So, das war der erste Arm. Dann kommt gleich der zweite Arm und dann muss ich nur noch kapieren, was ich in der dritten Phase nochmal mit dem machen muss. Ich zermalme dich mit einer Hand. Der soll froh sein, dass er im Moment noch eine Hand hat. Wieder drauf schießen. Ich weiß auch nicht, warum der uns immer betäuben will. Was bringt denn das? Der schlägt in der Zeit auch nicht zu. Und dann brüllt er da wieder einmal rum quasi. Und dann passiert auch nicht mehr. So, das Schöne ist, das Ding muss ich jetzt nur noch einmal eben aufladen. Dann kann ich nochmal drauf schießen. Und dann kann ich ihm den Arm abschießen. Genau so. So, und jetzt ist die Frage, was muss ich jetzt machen? Und jetzt kann ich doch auf den schießen. Und jetzt hat er deine Strukturschwäche. Ah, jetzt muss ich auf den schießen, oder wie? Aber wenn, dann muss ich mit dem kompletten Strahler auf den schießen. So, und zwar jetzt. Was ist jetzt? Sind wir fertig? Terminieren. Mit einem Quicktime-Event natürlich. Wie sollte es auch mal wieder anders sein? Draufspringen, zuschlagen. Ne, nicht zuschlagen. Erstmal ausweichen und dann zuschlagen. Perfekt. Funktioniert ja genauso gut.
Und dann auch schön so eine 3-Punkt-Landung. Genau so muss das. Und weiter geht's dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat dann wieder mit dabei. Bis dann, euch einen schönen Tag und ciao.